So, heute fangen wir also an mit einem neuen Thema. Nachdem wir jetzt uns sehr weit vorgearbeitet haben in der Quantenfeldtheorie und viele konzeptionelle Punkte uns erarbeitet haben, aber die Beispiele waren immer nur auf Skalarfelder bezogen und Teilchen mit Spin 0, fangen wir jetzt an, Spin ungleich 0 zu betrachten. Und dafür müssen wir die Raumzeitsymmetrie der Natur genauer analysieren, und das ist die Poincaré-Symmetrie. Wir schauen also an die Poincaré-Gruppe und ziehen die Konsequenzen aus der Struktur der Poincaré-Gruppe und betrachten dann insbesondere Spin ungleich 0. Das heißt, eine Frage, die wir hier im Laufe des Kapitels beantworten werden, ist: Was ist überhaupt Spin? Wo kommt dieses Konzept Spin ungleich 0 überhaupt her? Das hat eben eine gruppentheoretische Bedeutung im Rahmen der Lorentz-Gruppe bzw. Poincaré-Gruppe. Und dann die allgemeinere Frage: Welche Spins sind überhaupt möglich? Das wissen Sie im Grunde schon aus der nicht-relativistischen Quantenmechanik, nämlich Spin 0, 1,5, 1, 3,5 und so weiter, ist möglich. Aber bleibt das so oder ändert sich da etwas in der relativistischen Theorie? Und die nächste Frage ist auch, welche Quantenfelder können wir haben in einer relativistischen Quantenfeldtheorie, neben diesen Skalarfeldern Phi von X, die wir bisher hatten? Also welche Teilchentypen und welche Feldoperatortypen sind eigentlich möglich? Und das sind alles gruppentheoretische Fragen, die wir hier erörtern können. Und damit fangen wir mal an mit der Poincaré-Gruppe speziell. Und den Darstellungen der Poincaré-Gruppe. So, zunächst also die Poincaré-Transformationen. Wir stellen uns die ganz einfache Ausgangsfrage: Was ist die Raumzeitsymmetrie der Natur? Und die Antwort ist gegeben durch Translationsinvarianz und Rotationsinvarianz und Lorentzinvarianz. Schreiben wir es auf. Wie sehen die entsprechenden Transformationen aus? Eine Translation ist so, dass ein Ortsvektor x μ übergeht zu x μ plus einem konstanten Vierervektor a μ. Dieses a μ ist also ein konstanter zahlenwertiger Vierervektor, um den alle anderen Vierervektoren verschoben werden. Und die Naturgesetze sind nach Beobachtung invariant unter solchen Translationen. Das zweite ist Rotationen und Boosts, also insgesamt Lorentz-Transformationen. Da geht ein Ortsvektor x μ über in eine Lorentz-Transformationsmatrix lambda μ nü mal x nü. Und die Gesamtheit von diesen beiden Transformationen bildet die Raumzeitsymmetrie der Naturgesetze, und das nennt man insgesamt Poincaré-Transformationen. Das heißt, Poincaré ist die Gesamtheit von Translationsinvarianz und Rotationsinvarianz. Also diese Translationen zusammen bilden mathematisch natürlich eine Gruppe, und die Gruppe, die dabei entsteht, ist eben die Poincaré-Gruppe. Und die müssen wir jetzt mal analysieren und ihre physikalischen Konsequenzen herausfinden. Das erste ist, dass wir als Definition von Lorentz-Transformationen fordern, dass Vierer-Skalarprodukte invariant bleiben unter Lorentz-Transformationen.
Das ist die Definition von Lorentz-Transformationen und das liefert uns eine technische Eigenschaft von den Lorentz-Transformationsmatrizen Lambda, die wir wissen müssen. Also schreiben wir mal auf, ein Viererskalarprodukt, x mu y nu mal g mu nu, das ist ein allgemeines Viererskalarprodukt oder meistens dann geschrieben als x mal y, aber ausführlich eben ist es diese Kontraktion von zwei Vierervektoren mit dem metrischen Tensor, der ja dann 1 minus 1 minus 1 minus 1 auf der Diagonale hat. Also Produkt der Zeitkomponenten minus Skalarprodukt der räumlichen Komponenten. Das ist das Viererskalarprodukt und das ist also invariant, das heißt, unter einer Lorentz-Transformation Lambda geht es in sich selbst über, geht einerseits über in x-μ, y-nü mal g-nü, aber das ist eben dasselbe wie x-mü, y-nü mal g-nü. Das ist die Bedingung. Aber wie können wir diese Bedingung jetzt auswerten? Diese Bedingung ist äquivalent dazu, dass wir das jetzt hier schreiben, diese linke Seite der Gleichung, als das gestrichene x ist Lambda mal dem ungestrichenen x insgesamt mit Index rho, sagen wir mal Lambda rho mu mal x mu. Und dieses gestrichene y ist Lambda mal dem Original y, sagen wir mit Index Sigma, nü nü mal g rho Sigma. Das ist die linke Seite hier, explizit geschrieben, nämlich x-μ ist das, y-μ ist das und dann habe ich nur die Indizes umbenannt. Und das soll also gleich sein, x-μ mal y-nü mal g-nü. Das ist äquivalent und das soll natürlich gelten für alle Vierervektoren x und y. Und damit das jetzt gilt für alle Vierervektoren x und y, müssen die Koeffizienten vor dem x und y auf beiden Seiten der Gleichung dieselben sein. Oder wir können ableiten nach x und y und kriegen dann eine Gleichung nur für Lambda und den metrischen Tensor. Ja, bitte. Das ist auch Bestandteil der Definition bzw. der Beobachtung, dass wir eben sehen, dass das Skalarprodukt, was über diesen konstanten metrischen Tensor definiert ist, das ist bezugssystemunabhängig. Das ist die Beobachtung der Lorentz-Invarianz. Also dass in jedem Bezugssystem diese Größe hier, x0, y0 minus x-Vektor, y-Vektor, das in jedem Bezugssystem gleich. Und das ist ja die Verallgemeinerung der Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit in jedem Bezugssystem gleich ist. Ja, okay, oder? Ich meine nur, müsste man das G-Menü nicht auch noch streichen? Also muss das ja auch noch gestrichen, dann kann man ganz allgemein sein, also der A-Leistungszeit oder so? Nee, eben nicht, weil das eben die Beobachtung ist, dass genau diese Form des Skalarproduktes in jedem Bezugssystem gilt. Und das heißt, ich kann das in jedem Bezugssystem mit genau diesem konkreten, zahlenwertigen metrischen Tensor kontrahieren. Das ist natürlich anders in der allgemeinen Relativitätstheorie, wo das dann eine dynamische Größe ist, aber in der speziellen Relativitätstheorie gilt das. Und das gilt ja auch nur für Inertialsysteme. Das gilt nicht für krummlinige Koordinatensysteme oder beschleunigte Koordinatensysteme, sondern das gilt für Inertialsysteme. Okay. So, aber da das jetzt allgemein gilt, ist das natürlich äquivalent zu der folgenden Gleichung, nämlich Lambda rho mu mal Lambda sigma nu mal g rho sigma ist gleich g mu nu. Diese Gleichung muss gelten. Das ist jetzt unabhängig von x, ist einfach nur eine Gleichung für die Lorentz-Transformationsmatrix Lambda. Und das bedeutet, dass jede Lorentz-Transformation Lambda diese Gleichung hier erfüllen muss und gleichzeitig können wir diese Gleichung als allgemeine mathematische Definition betrachten für Lorentz-Transformationsmatrizen Lambda. Also per Definition jetzt nachträglich jede Matrix, die das erfüllt, ist eine Lorentz-Transformation.
Und damit können wir jetzt die allgemeinstmögliche Gestalt der Lorentz-Transformation uns verschaffen. Was wir dafür machen müssen, ist, wir betrachten mal infinitesimale Lorentz-Transformationen, denn die Lorentz-Transformationen, genau wie die Rotationen, sind kontinuierliche Transformationen und sie können jede beliebige endliche Transformation erreichen durch hintereinander Ausführung von sehr, sehr vielen kleinen Transformationen. Und wenn wir also verstehen, wie die kleinen infinitesimalen Transformationen wirken, dann haben wir im Grunde genommen alle Transformationen verstanden. Also betrachten wir kleine Transformationen, wo sich dieses Lambda sehr wenig von der Einheitsmatrix unterscheidet. Und dann sehen wir, welche Freiheitsgrade gibt es für Lorentz-Transformationen, die also Rotationen oder Lorentz-Transformationen in unterschiedliche Richtungen sozusagen, wie viele linear unabhängige Richtungen kann man an Lorentz-Transformationen durchführen. Das kriegt man am besten raus, wenn wir infinitesimale Lorentz-Transformationen betrachten. Anschaulich ist Ihnen klar, die Lorentz-Transformationen enthalten Drehungen und Boosts. Die Drehungen kann man durch drei Euler-Winkel parametrisieren und die Boosts sind Boosts, also Übergang in bewegtes Bezugssystem in X, Y oder Z-Richtung. Das heißt, es gibt drei linear unabhängige Drehungen und drei linear unabhängige Boosts. Das sind insgesamt 6. Aber das wollen wir mal explizit ausrechnen. Dafür machen wir diesen infinitesimalen Ansatz. Dass also die Lambda-Matrix gegeben ist durch Kronecker-Deltas, also die Einheitsmatrix, plus eine Matrix Omega-Menü und dieses Omega ist also eine infinitesimale Matrix. Jeder Eintrag von diesem Omega ist eine infinitesimale Größe. Und dann studieren wir das. Wir gucken jetzt, welche dieser Matrizen erfüllt unsere Gleichung Stern, also die Bedingung für eine Lorentz-Transformation. Setzen wir also ein in die Gleichung Stern hier. Dann steht auf der einen Seite Kronecker Delta plus Omega Rho mü mal Kronecker Delta plus Omega Sigma nü mal G Rho Sigma. Und auf der anderen Seite steht unser G mü nü. Dann müssen wir das äquivalent umformen. Wenn wir das äquivalent umformen, dann kriegen wir auf der linken Seite hier 4 Terme. Ein Term ist Kronecker mal G-Menü. Das gibt uns einfach G-Menü. Okay. Da werden nur die Indizes vertauscht. Dann gibt es einen Term Omega mal Kronecker mal G Rho Sigma. Was gibt das? Omega Rho Sigma, Omega Rho Mü mal G Rho Sigma mal Kronecker Sigma Nü. Da gibt es dann hier erstmal G Rho Nü. Nü steht rechts. Und hier dann multipliziert mit Omega, gibt dann Omega, da zieht dieses metrische G den Index Rho nach unten und aus diesem Rho wird ein Nü und das Mü verbleibt. Es gibt also der Term Omega mal Delta mal G, gibt Omega Nü Mü mit Nü links und Mü rechts. Jetzt der Term Kronecker mal Omega mal G. Kronecker mal Omega mal G, da haben wir hier dieses Omega Sigma Nü. Und das Nü steht rechts. Und aus diesem Sigma, das G, zieht das Sigma nach unten, macht das zu Rho. Und dieses Kronecker macht dann aus dem Rho ein Mü. Das heißt, hier steht dann Omega Mü Nü mit Mü links und Nü rechts. Und dann haben wir noch einen Term Omega mal G. Den können wir vernachlässigen. Der ist von der Ordnung Omega Quadrat. Und wir betrachten infinitesimale Omega, das heißt, wir betrachten die Gleichung Ordnung für Ordnung in Potenzen von Omega und für jede einzelne Potenz muss die Gleichung gelten und Omega Quadrat wird jetzt nicht beachtet. Das heißt, die Gleichung ist jetzt äquivalent dazu, dass diese Summe aus diesen zwei Omegas 0 ist, denn alles andere fällt weg. Das heißt, daraus folgt, Omega mü nü ist gleich minus Omega nü mü. Das ist die Lösung. Das heißt,
Wir wissen jetzt, eine infinitesimale Matrix, Delta plus Omega, ist genau dann eine Lorentz-Transformationsmatrix, wenn diese Omega-Matrix antisymmetrisch ist, wenn sie zwei untere Indizes hat. Und die Lorentz-Transformation kriegen wir dann, wenn wir einen Index hochziehen, dann ist es eine Lorentz-Transformation. Dann ist es nicht mehr antisymmetrisch, aber das ist die ursprüngliche antisymmetrische Matrix. Das können wir mal als Sternstrich bezeichnen. Das ist also äquivalent zu dem Originalstern, ist aber formuliert für infinitesimale Matrizen. So, und was heißt es jetzt? Jetzt können wir nämlich ganz guterweich überlegen, wie viele linear unabhängige Matrizen von dieser Art gibt es. Wie viele linear unabhängige antisymmetrische 4x4 Matrizen gibt es? Reelle 4x4 Matrizen. Da gibt es 6. 6 linear unabhängige antisymmetrische 4x4 Matrizen, weil die Diagonale 0 sein muss. Und Sie haben dann halt das obere rechte Dreieck, bestehend aus 6 reellen Zahlen. Das ist beliebig und das untere linke Dreieck ist dann das Negative davon. Das heißt, es gibt genau 6 unabhängige Parameter. Und daraus folgt, die Lorentz-Gruppe ist eine 6-parametrige Lie-Gruppe. Wir haben also 6 linear unabhängige Möglichkeiten, infinitesimale Transformationen durchzuführen. Die hat also 6 Parameter. Oder auch 6 Generatoren, erzeugende. Und das teilt sich natürlich auf in 3 Drehungen plus 3 Boosts, wie wir es auch am Anfang anschaulich schon gedacht hatten. Und nebenbei bemerkt, wenn Sie dasselbe Spiel machen für ganz normale Drehungen in 3 Dimensionen, da sehen fast alle Gleichungen genauso aus. Das heißt, Sie können die Drehungen in Mechanik 1 oder so genauso analysieren. Dann haben Sie eben hier normale Dreier-Skalarprodukte bleiben invariant unter Drehungen. Das definiert, was Sie mit Drehung meinen. Dann kriegen Sie eben hier eine Gleichung für Drehmatrizen, die genau analog aussehen, bloß dass Sie hier dann normales Kronecker-Delta haben in 3 Dimensionen. Sie können infinitesimalen Ansatz machen für Drehungen und kriegen dann raus, dass die Drehungen durch antisymmetrische 3x3-Matrizen gegeben sind. Also haben Sie 3 freie Parameter. Und hier haben wir also 6 freie Parameter, 3 entsprechende Drehungen und 3 entsprechende Boosts. Und jetzt können wir das zusammenbringen mit den Translationen. Dann kriegen wir das Analoge für die Poincaré-Gruppe, also die Gesamtheit von Translationen und Lorentz-Transformationen. Das ist jetzt eine 10-parametrige Lie-Gruppe, also eine Gruppe mit 10 Möglichkeiten, infinitesimale Transformationen zu machen, nämlich 6 Lorentz-Transformationen und 4 Translationen in Raum und Zeit. Also die Poincaré-Gruppe hat 10 gleich 6 plus 4 Parameter bzw. erzeugende. Das ist erstmal die Grundaussage über die Poincaré-Gruppe und die Poincaré-Transformationen. Jetzt sind die Transformationen charakterisiert und wir wissen Bescheid, wie viele es gibt, aber natürlich haben wir noch nicht alle Eigenschaften analysiert. Also machen wir weiter. Und um weiterzumachen, betrachten wir jetzt Darstellungen und wir ziehen uns zurück auf die Poincaré-Algebra. Die Algebra ist immer bei einer Lie-Gruppe, also bei so einer kontinuierlichen Gruppe, wie wir es hier haben, ist die Algebra der Anteil der Gruppe, der infinitesimalen Transformationen entspricht. Die infinitesimalen Transformationen, wie hier, da sehen Sie, die bilden dann immer einen Vektorraum, weil diese Menge dieser infinitesimalen Matrizen, das ist jetzt ein Vektorraum, Sie können Linearkombinationen bilden und die sind dann wieder ein Element desselben Raums. Und das ist bei Lie-Gruppen immer so. Das heißt, Sie können dann einer Lie-Gruppe so einen Vektorraum der infinitesimalen Transformationen zuordnen und den zu studieren ist einfacher und für die Physik auch treffender,
als die ganze Gruppe zu untersuchen. Zunächst mal aber allgemein für die Gruppe betrachten wir mal zwei Transformationen hintereinander. So, hier eine Poincaré-Transformation verknüpft mit einer zweiten Poincaré-Transformation. Die Gleichung soll offensichtlich klar machen, was sie bedeutet. Das heißt, wir wenden zunächst mal die erste Poincaré-Transformation an mit der Lorentz-Transformation Lambda 1 und einer Translation A1. Danach wenden wir eine zweite Transformation an mit einer weiteren Lorentz-Transformation und einer weiteren Translation. Was macht jetzt diese Gesamttransformation? Das Ganze ist ja eine Gruppe. Das bedeutet, dass diese Gesamttransformation ist wieder eine bestimmte Poincaré-Transformation. Das heißt, ich muss das schreiben können, das Ergebnis als eine einzige Poincaré-Transformation mit einer Translation und mit einer Lorentz-Transformation. Welche Lorentz-Transformation entspricht dieser Hintereinander-Ausführung von diesen zwei Poincaré-Transformationen? Nichts leichter als das. Sie können sich hier vorstellen, was passiert mit einem Vierervektor, nämlich ein Vierervektor, der wird jetzt zunächst mal hier durch das erste zu Lambda 1 mal x plus a1. Danach kommt die zweite Transformation, die macht also Lambda 2 mal dem Ganzen plus a2. Das ist die Hintereinander-Ausführung dieser zwei Transformationen. Und wenn wir das ausrechnen, dann haben wir Lambda 2 Lambda 1 mal x plus Lambda 2 a1 plus a2. Und dann sieht es so aus, wie eine Lorentz-Transformation mit dieser Matrix und eine Translation um diesen Vektor. Also ist die Hintereinander-Ausführung das hier. Das heißt, bei den Lorentz-Transformationen passiert das Offensichtliche, aber bei der Translation passiert was Komplizierteres. Das heißt, es gibt eine Verknüpfung zwischen Lorentz-Transformation und Translation. Gruppentheoretisch bedeutet das eben, dass die Translationen, die kommutieren nicht mit den Lorentz-Transformationen. Ja, das heißt, das ist keine triviale Verknüpfung von diesen zwei Untergruppen. Untergruppe Translation, Untergruppe Lorentz-Transformation, die haben was miteinander zu tun über diese Verknüpfungsregel. Jetzt, nachdem das klar ist, können wir Darstellungen betrachten und definieren. Generell können Sie für jede Gruppe Darstellungen folgendermaßen definieren. Eine Darstellung einer Gruppe ist immer eine Zuordnung von einem Gruppenelement auf einen linearen Operator auf irgendeinem Vektorraum. Wenn Sie so eine Zuordnung haben, dann bezeichnet man das als eine Darstellung, wobei da noch eine Eigenschaft gelten muss. Aber prinzipiell ist also die Idee, dass jedes Gruppenelement, jedes meinetwegen abstrakte Gruppenelement jetzt dargestellt wird durch einen Operator oder durch eine Matrix im einfachsten Fall, durch eine Matrix. Okay. Und genauer ist es eben so, eine lineare Abbildung oder lineare Abbildungen U von Lambda A bilden eine Darstellung der Poincaré-Gruppe per Definition genau dann, wenn die folgende Darstellungsbedingung erfüllt ist, nämlich U von Lambda 2 A2 mal U von Lambda 1 A1, dass die Hintereinanderausführung von zwei solcher Operatoren das gleiche ist, wie wenn Sie den Operator nehmen, der zu der Gesamttransformation gehört. Wenn das also gleich ist, U von Lambda 2 Lambda 1, Lambda 2 A1 plus A2. Das heißt, die Gruppenmultiplikationsstruktur überträgt sich. Die Darstellungen
die Multiplikationsregel für die linearen Abbildungen und Operatoren sind dieselben wie die Multiplikationsregeln für die Originaltransformation. Und dann ist das eben im wörtlichen Sinne eine Darstellung. Und dann können Sie die Gruppe anstatt für die abstrakten Gruppenelemente, können Sie dann die Gruppeneigenschaften auf der Ebene von dieser Darstellung diskutieren, also zum Beispiel auf der Ebene von irgendwelchen passenden Matrizen oder Operatoren. Ja. Genau, gute Frage. Und aber Sie sehen eben schon hier den Punkt, warum ist das nicht so trivial und eventuell interessant, weil Sie haben jetzt stillschweigend wahrscheinlich schon gesehen, die Lorentz-Transformationen sind ja bereits Matrizen. Das heißt, die sind eine Darstellung von sich selbst. Da ist also bereits die abstrakte Gruppe ist identisch mit einer Matrix-Darstellung ihrer selbst. Und für die Translationen gilt es halt nicht. Das heißt, die Translationen sind erstmal hier nicht dargestellt durch lineare Operatoren, sondern durch was anderes. Und da wäre also schon eine nicht triviale Aussage oder ein nicht triviales Ergebnis wäre, was wäre denn so ein Beispiel für eine Darstellung von Translationen? Und dann eben auch eine Darstellung für die Gesamtheit von allem, die dann hiermit kompatibel ist. Und das gar nicht so einfach. Und da folgt eben sehr vieles draus, auch viel Wichtiges über die Physik von relativistischen Theorien. Und das ist eben, warum wir hier sind, um das zu besprechen. Okay, auf jeden Fall haben Sie genau recht, für die Translation ist es weniger offensichtlich als für die Lorentz-Transformationen. Aber Sie können immer eine Darstellung finden und ich zeige Ihnen gleich ein Rezept, wie Sie für jede x-beliebige Gruppe, egal wie abstrakt, immer eine Darstellung finden können durch lineare Operatoren. Und das ist dann auch für uns ein guter Startpunkt, diese Darstellungstheorie zu diskutieren. Also kleine Umfrage, ist denn Ihnen dieser Begriff Darstellung eigentlich geläufig oder hören Sie das jetzt zum ersten Mal? Da ist die Gruppentheorie in der Mathematik immer ein bisschen stiefmütterlich. Also wir machen das eigentlich eher von nicht wirklich spezielle Gruppentheorie. Ist das immer sehr stiefmütterlich? Aber in der Quantenmechanik hätte ich halt gedacht, das müsste Stoff der Quantenmechanik sein, was wir jetzt hier machen. Ja. Basis da, aber nicht sowas. Aber genau das Identische müssten Sie gemacht haben bei der Diskussion des Drehimpulses. Manche nicken, manche nicht. Dann frage ich mich, wie Sie den Drehimpuls durchgenommen haben. Machen wir weiter. Genau, okay. Übrigens, viele waren ja auch gestern in der Vorlesung, vieles ist analog. Jetzt also haben wir die allgemeine Darstellungsgleichung für endliche Transformationen und für die echten Gruppenelemente für endliche Transformationen aufgeschrieben. Aber wir hatten ja gerade gesagt, das ist eigentlich besser für uns und für die Physik auch nicht nur ausreichend, sondern oft noch treffender, die Algebra, also die infinitesimalen Transformationen zu betrachten. Also machen wir das jetzt auch auf der Ebene der Darstellungen. Jetzt betrachten wir also infinitesimale Poincaré-Transformationen und dann eben die Darstellung von diesen infinitesimalen Transformationen. Infinitesimal. Dann brauchen wir also hier die Darstellung U für so eine infinitesimale Transformation. Sagen wir Delta plus Omega mit infinitesimalem Omega und einer infinitesimalen Translation Epsilon. So, und dann ist dem irgendein Operator U zugeordnet. Und diesen Operator U, der ist jetzt natürlich eine Funktion von diesen infinitesimalen Parametern, nehmen wir an kontinuierlich und dann machen wir eine Taylor-Entwicklung und kriegen als nullte Ordnung U für die Einheitstransformation, gibt den 1-Operator. Dann einen linearen Term in Omega und den schreiben wir per Konvention so minus i halbe mal Omega pro Sigma
mal einen Taylor-Koeffizient J pro Sigma. Also das Omega war ja eine 4-Kreuz-4-Matrix mit zwei Lorenz-Indizes pro Sigma. Und dann ist der Taylor-Koeffizient ist hier ein antisymmetrischer Operator, antisymmetrisch in Rho Sigma. Das heißt, es sind 6 unabhängige Operatoren, die hier stehen, und die sind die Entwicklungskoeffizienten dieser Taylor-Entwicklung in Omega. Das sind irgendwelche Operatoren. Dann haben wir einen Entwicklungskoeffizient linear in Epsilon. Den nennen wir per Konvention I Epsilon μ mal P μ. Und das ist, sind dann eben 4 Operatoren P μ, für jeden Lorenz-Index einen, und alles höhere Ordnung Omega-Quadrat oder Ordnung Epsilon-Quadrat oder Epsilon mal Omega wird alles vernachlässigt. Und das hier sind jetzt also auch Operatoren, die auf diesem selben Vektorraum wirken, wie dieser Originaloperator U. Ja. So, und dann ist natürlich per Definition dieses P μ ist gleich der Vierer-Impulsoperator einer Theorie, meinetwegen. J Rho Sigma entspricht dem Drehimpuls bzw. Boost-Operator. Und zusammen sind das dann eben 4 plus 6 Operatoren, und das sind die sogenannten Generatoren oder Erzeugenden der Darstellung der Poincaré-Algebra. Also diese sogenannte Poincaré-Algebra und die Darstellung davon ist jetzt ein Vektorraum, nämlich der Vektorraum, der durch diese 10 Operatoren aufgespannt wird. Sie können jetzt beliebige Linearkombinationen von diesen 10 Operatoren bilden. Das bildet einen 10-dimensionalen Vektorraum aus Operatoren, und dieser 10-dimensionale Vektorraum ist die Lie-Algebra. Und in diesem Vektorraum sind Kommutatoren definiert, Vertauschungsrelationen zwischen all diesen Operatoren, und diese Vertauschungsrelationen sind das Interessante, die also die Struktur der Symmetrie darstellen. Und dann haben wir als Bezeichnung, um das den Kontakt zum Dreidimensionalen herzustellen, also der X-Drehimpuls, der wäre jetzt identifiziert mit J2,3. Der Y-Drehimpuls wäre identifiziert mit J3,1. Und der Z-Drehimpuls wäre identifiziert mit J1,2. Ja, und dann können wir jetzt zu dieser Darstellung übergehen. Wie gesagt, Sie wissen noch nicht, wie ich die Translation in einer Darstellung schreiben kann, aber das kommt jetzt. Wir brauchen jetzt nämlich unbedingt die Vertauschungsrelation zwischen all diesen Operatoren, zwischen diesen J und den Ps. Dann haben wir die Vertauschungsrelation der Poincaré-Algebra und wissen, wie die Gruppenstruktur der Poincaré-Transformation ist. Und um die Vertauschungsrelation zu erhalten, können wir einerseits von den abstrakten Poincaré-Transformationen ausgehen und dort die Vertauschungsrelationen ausrechnen. Aber was meines Erachtens einfacher ist, ist, dass wir jetzt endlich eine konkrete Darstellung konstruieren, und dann haben Sie auch Ihre Frage beantwortet, wie ich die Translationen darstellen kann. Und in der Darstellung können wir dann konkret die Vertauschungsrelationen ausrechnen. Ganz einfach. Die einfachste Art, wie Sie nämlich immer eine Darstellung kriegen können, ist, dass Sie Differentialoperatoren sich verschaffen.
Sie können diese Lie-Algebren immer durch Differentialoperatoren darstellen, also Differentialoperatoren auf einem Funktionenraum. Und das können wir ganz einfach konstruieren. Wir nehmen also jetzt einen Funktionenraum für zum Beispiel Skalarfelder oder sowas. Und auf diesem Funktionenraum wird dann sofort eine Darstellung durch Differentialoperatoren induziert. Das wäre also die einfachste Darstellung. Vielleicht nicht im mathematischsten Sinn einfachste Darstellung, aber es ist die einfachste, die man konstruieren kann, die man am einfachsten verstehen kann als Physiker, der Quantenmechanik gewöhnt ist, durch Differentialoperatoren. So, das heißt, wir nehmen einen Funktionenraum. Sagen wir mal groß F, wäre also irgendeine Menge von Funktionen, f von x vereinfacht gesagt, ist jetzt eine Darstellung u von Lambda a definiert durch die ganz einfache Regel, die Sie nämlich immer machen können, einer Funktion f wird zugeordnet eine neue Funktion f'. Und die neue Funktion f' ist also gegeben durch die Anwendung dieses Operators u von Lambda a auf die alte Funktion f. Okay? Also der Operator u ist ein Operator, der auf diesem Funktionenraum wirkt. Mit der folgenden Vorschrift: f' an der Stelle Lambda x plus a ist gleich f von x. Das ist die Definition für ein Skalarfeld. Die gestrichene Funktion am gestrichenen Ort ist die ungestrichene Funktion am ungestrichenen Ort. Eine analoge Gleichung hatten wir auch gestern in der anderen Vorlesung. Das ist einfach die Definition von einem Skalarfeld. Und dadurch ist durch die Transformation des Arguments, und die kann so kompliziert sein, wie sie will, ist jetzt hier ein linearer Operator auf dem Funktionenraum definiert worden. Dass der linear ist, ist klar. Weil wenn Sie das auf die Summe von zwei Funktionen anwenden, kommt die Summe der entsprechenden Funktionen heraus. Also das ist eine lineare Operation auf dem Funktionenraum. Also haben wir in der Tat jetzt dieser Poincaré-Transformation einen linearen Operator auf einem Vektorraum zugeordnet. Aber ist das eine Darstellung? Erfüllt diese Vorschrift die Darstellungsgleichung? Das müssen wir beweisen. Wir müssen also diese Darstellungseigenschaft prüfen. Das war die Darstellungseigenschaft 2 Stern. Also dass sich eben die, wenn Sie zwei Poincaré-Transformationen hintereinander ausführen, dass dann sich das auf die Operatoren überträgt. Also es ist eine relativ offensichtliche Geschichte, aber ich will es mal ausschreiben, denn häufig hatten wir das schon als Übungsaufgabe und bei der Übungsaufgabe war es dann auch so, dass jeder irgendwie losrechnet und die Rechnungen entsprechen immer so einer Tautologie, also man dreht sich permanent im Kreis, ohne irgendwas zu beweisen. Also muss man ganz genau gucken, was ist hier eigentlich zu zeigen und wie zeigen wir das. So, das heißt, wir schreiben mal auf die rechte Seite der Darstellungsgleichung, von dieser Darstellungsgleichung Doppelstern. Okay, auf der rechten Seite tauchte auf dieser Operator F2, nenne ich es mal, ist jetzt der Operator U von Lambda 2, Lambda 1, Lambda 2, A1 plus A2 angewendet auf F. Das ist der Operator, der auf der rechten Seite dieser Darstellung steht. Und den wende ich mal auf eine Funktion an und dann kommt als Ergebnis raus eine Funktion f2. Gut, und auf der linken Seite von Stern oder Doppelstern, da taucht auf einmal der Operator u von Lambda 1 a1. Lassen wir den wirken auf eine beliebige Funktion f und dann definiere ich das als eine eingestrichene Funktion f1 und dann taucht auf der linken Seite auf, nochmal angewendet, u von Lambda 2 a2, angewendet auf diese erhaltene Funktion f',
und das definieren wir als Funktion f2'. So, das heißt, die Darstellungsgleichung sagt uns, da dieser Operator muss das gleiche sein wie die Hintereinanderausführung von diesen zwei Operatoren. Also was rechnen wir? Wir rechnen einmal aus die Funktion, die sich ergibt, wenn ich den Operator anwende. Und dann rechne ich aus zuerst das Ergebnis vom einen Operator, dann das Ergebnis vom anderen Operator. Und dann ist die Behauptung der Darstellung, dieses f2 ist das gleiche wie das f2'. Das müssen wir beweisen. Wenn wir das bewiesen haben, dann ist das in der Tat eine Darstellung der Poincaré-Gruppe und ansonsten nicht. Okay. Und dann gilt eben für alle x, können wir mal aufschreiben, f von x. Und nach der einen Gleichung, nach dieser Gleichung hier, nach dieser Gleichung f, das erhaltene f2 erfüllt, dass f von x ist dasselbe wie dieses f2, was wir erhalten haben, hier rechts unten, mit dem Argument lambda 2, lambda 1, x plus lambda 2, a1 plus a2. Das ist die Definition dieses Operators mit diesem komplizierten Argument. Okay? Also wissen wir, f2 mit diesem Argument ist gleich das Original f von x. Auf der anderen Seite, die Definition von diesem Operator sagt uns, dass f von x ist dasselbe wie dieses eingestrichene f mit dem Argument lambda 1 x plus a1. Und dann sagt uns dieser Operator per Definition, dass das hier f' mit einem beliebigen Argument ist dasselbe wie f2' mit lambda 2 mal diesem Argument lambda 1 x plus a1 plus a2. Das ist die Definition von diesem Operator. Und jetzt vergleichen wir mal. Hier steht jetzt f2 mit diesem Argument ist gleich, ist gleich, ist gleich f2' mit diesem Argument. Und diese beiden Argumente hier, die sind gleich. Das heißt, für beliebige Argumente gilt f2 ist gleich f2'. Das heißt, das sind die gleichen Funktionen. Das bedeutet, dieser Operator mit dem komplizierten Argument ist dasselbe wie die Hintereinanderausführung von diesen zwei Operatoren. Und damit ist die Darstellungseigenschaft bewiesen. Das heißt, diese Vorschrift hier, diesen linearen Operator auf dem Funktionenraum so zu definieren, die erfüllt die Darstellungsbedingung. Also ist es eine Darstellung. Und da haben Sie jetzt eine Darstellung von Translationen auf einem Funktionenraum. Daraus folgt f2' ist gleich f2 für alle Argumente. Und das ist das, was zu beweisen war. So, und dann können wir jetzt weitermachen mit den infinitesimalen Darstellungen wieder. Hier unten drunter steht nochmal der allgemeine Fall. Im Allgemeinen können wir jede Darstellung der Poincaré-Algebra schreiben als eben Einheitsoperator minus i halbe Omega mal j plus das mit dem Impulsoperator mit irgendwelchen Entwicklungskoeffizienten j. Jetzt haben wir eine konkrete Darstellung definiert und für diese konkrete Darstellung können wir jetzt diese Taylor-Entwicklung explizit durchführen. Und dann wird sich ein expliziter Ausdruck ergeben für dieses J und für P. Und diese expliziten Ausdrücke wollen wir uns mal verschaffen. Also, F' ist gleich U von Delta plus Omega, Epsilon, angewendet auf F. So. Und dann wissen wir eben, das heißt F' von irgendeinem, ja, Delta plus Omega angewendet auf x plus Epsilon. Das ist das gleiche wie f von x. Und das ist äquivalent, wenn ich mal die Umkehrtransformation schreibe, da das ja für alle x gilt, kann ich das auch schreiben als f' von x ist dasselbe wie f von der inversen Transformation
also Delta plus Omega hoch minus 1 angewendet auf x minus Epsilon. Und dann habe ich erhalten, was ist f' für ein beliebiges Argument x? Und das kann ich jetzt hier Taylor entwickeln. Erstmal in erster Ordnung von Omega kann ich das einfach schreiben als f von x minus Omega x. Ja, das Inverse von Delta plus Omega ist einfach Delta minus Omega in erster Ordnung von Omega. Ja. Müsste da aber x minus Epsilon in Klammern stehen. Ja, aber da habe ich auch schon entwickelt. Aber ich kann es auch exakt machen, x minus Epsilon. Und dann entwickeln wir jetzt in erster Ordnung von Omega und x und dann haben wir einfach x minus Omega x minus Epsilon explizit. Das ist in erster Ordnung von Omega und Epsilon richtig. Und jetzt können wir eine weitere Entwicklung machen, nämlich wir können das als Differentialoperator schreiben. Dieses x minus Omega x, ich mache es mal hier vielleicht, ist einfach gleich f von x in erster Ordnung von Omega und x, dann Taylor-Entwicklung, das ist jetzt eine infinitesimale Verschiebung des Arguments, gibt also minus Omega x insgesamt, sagen wir mal mit Lorentz-Index μ mal oder rho mal d nach dx rho von f von x, das ist Taylor-Entwicklung bezüglich dieser Verschiebung und dann minus Epsilon mu mal d nach dx mu von f von x. Das entspricht der Verschiebung um Epsilon hier. Das heißt, wir haben unsere Funktion f' von x geschrieben als f von x plus eine Serie von Ableitungen, die auf unser Original f von x wirken. Und das können wir jetzt in die Form bringen, die allgemein gelten muss. Allgemein soll das nämlich in diese Form gepresst werden. Können wir jetzt diesen Ausdruck hier in diese allgemeine Form pressen? Ja, das können wir. Nämlich hier haben wir schon einen expliziten Term proportional Epsilon μ und der Koeffizient minus d μ, der wäre jetzt also gleich i mal p μ per Definition. Dann haben wir schon unser p, unseren Impulsoperator gefunden. Genauso, das müssen wir antisymmetrisieren. Dann haben wir hier Omega Rho Sigma mal irgendwas Antisymmetrischem und können dann dieses J Rho Sigma ablesen. Also das hier ist das gleiche, sagen wir mal, wie Omega Rho Sigma mal dann einmal X Sigma D Rho, aber ich kann es antisymmetrisieren, minus X Rho D Sigma, weil das Omega antisymmetrisch ist, mal 1/2. Das ist das Gleiche. Und zusammen mit dem Minus ist es gleich minus dem. Das ist das Gleiche. Und dann ist also unser minus i halbe mal j ist das Gleiche wie das hier. Daraus folgt, wir können ablesen, unser j rho sigma ist gleich hier. Also um es konkret mit dem Vorzeichen abzulesen, minus 1/2 mal dieser runden Klammer ist gleich minus i halbe mal j rho sigma. Und dann ist j rho sigma gleich i mal x rho d sigma minus x sigma d rho. Und das sollte Ihnen irgendwie bekannt vorkommen, dieser Ausdruck. Das sieht aus wie der ganz normale Drehimpulsoperator in der Quantenmechanik für Ortsraumwellenfunktionen. Und dass das so aussieht, ist kein Wunder, denn ich sagte ja schon, die Lorentz-Gruppe verhält sich fast genauso wie Drehungen, bloß dass wir halt in 4 Dimensionen sind anstatt in 3 Dimensionen. Die Gleichungen sind immer analog. Und hier haben wir eben eine Darstellung auf Skalarfeldern und die Wellenfunktionen im Ortsraum für ganz normale Quantenmechanik, das sind eben Skalarfelder in diesem Sinn. Pμ ließen wir ab zu i mal dμ. Und da haben Sie den normalen Impulsoperator aus der Quantenmechanik. Das heißt, diese ganz einfach erhaltene Darstellung der gesamten Poincaré-Transformation inklusive Translation auf einem Funktionenraum liefert uns diese wunderschönen Differentialoperatoren als explizite Ausdrücke für unsere allgemeinen J, Rho, Sigma und Pμ-Operatoren. Und diese Darstellung ist jetzt eine
wirkliche Darstellung, weil wir die Darstellungseigenschaft verifiziert haben. Und damit können wir jetzt Vertauschungsrelationen ausrechnen zwischen allen Operatoren. Und was da rauskommt, muss dann automatisch allgemein gelten für jede Darstellung. Denn jede Darstellung erfüllt dieselben Vertauschungsrelationen. Also rechnen wir die Vertauschungsrelationen aus. Und dann haben wir die allgemeinen Ergebnisse für die Poincaré-Gruppe. Die gelten also in jeder Darstellung. Aber man kann sie meines Erachtens in dieser Darstellung besonders einfach erhalten. So, was ist also die Vertauschungsrelation? Das erste ist mal Vertauschungsrelation von Pμ mit Pnü. Das sind zwei Ableitungen mit unterschiedlichen Indizes oder auch gleichen Indizes, die vertauschen natürlich miteinander. Das heißt, Impulsoperatoren mit beliebigen Richtungen vertauschen miteinander. Das ist keine Überraschung. Dann haben wir eine Vertauschungsrelation von Pμ mit J Rho Sigma, also letztlich Impuls und Drehung oder Impuls und Boost, vertauscht das, ja oder nein? Das vertauscht eben nicht, weil das ist eben diese Tatsache hier, dass bei einer Hintereinanderausführung der Poincaré-Transformation Translation und Drehung nicht trivial miteinander wechselwirkt. Und deswegen vertauscht das hier nicht. Und was genau rauskommt, sieht man ja, wenn man die Ableitungsoperatoren hier vertauscht. Es passiert eben was, wenn dieses dμ auf dieses x Rho hier trifft oder auf das x Sigma da drüben trifft. Dann gibt es ungleich 0. Das heißt, es gibt zwei Beiträge, nämlich einmal proportional zu Kronecker Delta gμ Rho oder gμ Rho und einen Beitrag proportional zu gμ Sigma. Und das Gesamtergebnis ist dann I mal gμ Rho mal P Sigma minus gμ Sigma mal P Rho. Das Ergebnis ist also antisymmetrisch in Rho Sigma, wie auf der linken Seite das J Rho Sigma auch. Und dann das letzte, Kommutator J Mu Nü mit J Rho Sigma. Das ist natürlich das komplizierteste. Aber was das ist, ist ja eine Verallgemeinerung der Drehimpulsalgebra in der normalen Quantenmechanik. Weil hier steckt ja der Drehimpuls drin. Für räumliche Argumente ist das hier ein ganz normaler Drehimpuls. Und da wissen Sie, Jx, Jy, Kommutator gibt Jz. Und hier ist alles analog, nur vierdimensional. Das heißt, im Prinzip für die Boosts gilt so eine analoge Vertauschungsrelation. Und wenn Sie es ausrechnen, ist ja auch wieder klar, dass was passiert, wenn eben hier so ein dμ von dem einen auf das x vom anderen trifft und dergleichen mehr. Ich schreibe also einfach das Ergebnis mal auf. Das sind vier Terme. Einmal g nü rho mal j mü sigma. Das ist der erste Term. Und dann geht es antisymmetrisch weiter. Also jetzt muss ich antisymmetrisieren in mü nü und antisymmetrisieren in rho sigma. Dann kriege ich einmal minus g mü rho j nü sigma, dann plus g mü sigma j nü rho minus g nü sigma j mü rho. Das sind die vier Terme. Und nur zur Veranschaulichung. Ich merke es mir immer so, also das kann man sich auswendig merken, wenn man es will, weil man weiß, dass eben die Drehimpulsalgebra drin enthalten ist. Und dann können Sie einfach mal einsetzen hier als Index, sagen wir mal 1, 2 und 2, 3. Dann würde das hier entsprechen Jz, das hier entspricht Jx und dann steht auf der linken Seite Kommutator Jz mit Jx gibt I mal Jy. Und hier steht jetzt dann g nü rho, das ist g 2, 2, gibt minus 1. Und hier steht dann j nü sigma wäre j 1, 3. Und das ist minus jy.
Also steht hier genau JY. Das heißt, der erste Term hier reproduziert Kommutator JZ mit JX gibt I mal JY, das stimmt. Und für diese Indexwahl sind alle anderen Terme gleich 0, weil die G-Menüs dann alle gleich 0 sind. Das heißt, wir haben das JX, JZ, JY reproduziert. Und dann wissen Sie, das Vorzeichen vom ersten Term und alle anderen ergeben sich dann durch Antisymmetrisierung. So können Sie sich das merken und auch veranschaulichen. Das heißt, das enthält zum Beispiel JZ mit JX ist gleich I mal JY. Und so soll es natürlich auch sein. Und die Gleichung ist halt automatisch kovariant in allen Indizes. Daran sehen Sie, dass die Boosts analoge Relationen erfüllen. Plus, Minus, Plus, Minus. Dann ist es antisymmetrisch in Menü. Nee, wenn man den letzten jetzt guckt, den letzten und den ersten. Ja. So, der letzte und der erste entspricht der Antisymmetrisierung in rohen Sigma. Hier ist nämlich rohen Sigma vertauscht und deswegen hat der Term Minus. Hier. Rho und Sigma, Sigma Rho. Also die beiden Terme entsprechen Antisymmetrisierung in Rho Sigma. Also einer zum nächsten, ich habe immer von einem zum nächsten zwei Indizes vertauscht. Hier habe ich Menü vertauscht und es gibt ein Minus. Dann habe ich hier Sigma Rho vertauscht und es gibt wieder ein Plus. Dann habe ich nochmal Menü vertauscht und es gibt wieder ein Minus. Und so sind alle antisymmetrisierten Kombinationen berücksichtigt. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Hier wird noch ein Beispiel, sagen wir mal in grün. In grün wählen wir mal 1, 2, 2, 0. Das wäre jetzt JZ und das würde entsprechen eben dem Boost. Boosts bezeichnen wir dann mit KY sozusagen. Also das würde jetzt hier einem Kommutator entsprechen, zwischen Drehimpuls in Z-Richtung und Boost in Y-Richtung. 1, 2, 2, 0. Was kommt dann raus auf der rechten Seite? Okay, dann kriegen wir hier wieder einen Term hier von diesem G, 2, 2, gibt ein Minus 1. Und dann bekommen wir hier J mit den Indizes 1, 0. Und das wäre dann der Boost K in X-Richtung. Und dann kriegen wir also hier einen Kommutator JZ mit KY gibt KX mit dem entsprechenden Vorfaktor I. Also das kann man sich auch mal im Hinterkopf behalten. Also zwei Drehungen mit Boost gibt einen Boost in einer anderen Richtung. Und zwei Drehungen geben natürlich wieder eine Drehung. Oder noch ein Index, sagen wir mal 1, 0, 2, 0. Dann wäre das jetzt ein Boost in X-Richtung, Boost in Y-Richtung, Kommutator auf der linken Seite. Was passiert jetzt? Dann haben wir hier, von dem kriegen wir nichts, Mu, Nü, Rho. Jetzt ist Nü und Sigma ist gleich, Nü und Sigma ist gleich. Das heißt, wir kriegen etwas von hier. Und dann kriegen wir hier von dem metrischen Tensor kriegen wir ein Plus 1. Weil G00 ist plus 1 und dann haben wir hier J
1, 2. Also Index 1, 2, das gibt dann JZ. Das heißt, Sie sehen, zwei Boosts geben eine Drehung in der dritten Richtung. Okay. Ja. Ist KY sowas wie P2? Oder? Nee, KY, K sollen die Boosts sein. Ach so, okay. K sind die Boosts, also vereinfacht geschrieben. So, J2, 0 wäre jetzt ein Boost in der 2-Richtung und den können wir mal als KY bezeichnen, Boost in Y-Richtung. Und dann sehen Sie also hier, also weil man da unterscheiden kann zwischen Boosts und Drehungen, und die Drehungen sind immer die, wo alle Indizes räumlich sind, die Boosts sind die, wo ein Index 0 ist. Okay. Und dann gibt es eben drei Fälle, nämlich Drehung mit Drehung, gibt eine Drehung mit dem Epsilon IJK auf der rechten Seite, Drehung mit Boost gibt einen anderen Boost und Boost mit Boost gibt eine Drehung. Und zwar eben immer so von der Richtung hier Z, Y, X, X, Y, Z und so. Das heißt, all diese Vertauschungsrelationen sind immer im Grunde genommen ähnlich. Nämlich Sie brauchen auf der linken Seite zwei verschiedene Richtungen und auf der rechten Seite kommt dann die dritte Richtung heraus. Und die Struktur ist eben die. Und hier das eine gibt dann noch ein Minus. Und das andere gibt eben ein Plus. Das können wir uns mal vormerken. Okay, aber jetzt möchte ich noch was anderes über die Poincaré-Gruppe sagen. Und zwar ein physikalisch wichtiger Punkt ist, dass uns die Poincaré-Studien Aufschluss geben über wesentliche physikalische Eigenschaften wie Ruhemasse und Spin. Wir hatten ja am Anfang mal die Frage gestellt, was ist Spin? Spin ist eine Eigenschaft von Teilchen, die aus der Poincaré-Gruppe folgt. Und dafür gibt es erstmal den Begriff allgemein Casimir-Operator. Also ein Operator C ist immer ein Casimir-Operator. Per Definition, falls der Kommutator von C mit allen Generatoren gleich 0 ist. In Klammer, bei der Drehgruppe sind ja die drei Drehimpulsoperatoren die erzeugenden, Jx, Jy, Jz. Und da kennen Sie einen Casimir-Operator, also einen Operator, der mit allen Jx, Y, Z simultan vertauscht. Was ist dieser Casimir-Operator bei der Drehgruppe? Genau, J Quadrat. Da ist also dieses J Quadrat ein Casimir-Operator. Und ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, wie wichtig es ist, das zu wissen, dass dieses J-Quadrat mit allen Drehimpulsen vertauscht, weil darauf basiert das ganze Studium der Drehimpulsalgebra. Okay, das ist also wichtig. Also sollten wir uns auch dafür interessieren, was sind die Casimir-Operatoren in der Poincaré-Gruppe? Die haben da natürlich eine ähnlich wichtige Rolle. Und ohne Beweis, aber möchte ich das jetzt hier angeben, es gibt genau zwei Casimir-Operatoren. Der Poincaré-Gruppe. Und die wollen wir mal angeben. Der erste Operator ist nämlich der P-Quadrat-Operator. P-μ-P-μ. Oder auch P-Quadrat-Operator. Und was die physikalische Bedeutung davon ist, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Der entspricht natürlich der Ruhemasse oder invarianten Masse von Teilchen. Also Ruhemasse von einem Teilchen oder der sogenannten invarianten Masse von einem System von Teilchen zum Quadrat. Das ist eine Lorentz-invariante Größe. Nicht nur Lorentz-invariant, sondern auch Translationsinvariant. Das heißt, das ist wirklich in jedem Bezugssystem dieselbe Größe und damit ist es eine charakteristische Größe für ein Teilchen oder für ein Teilchensystem, was Sie durch Bezugssystemwechsel nicht ändern können.
Also es ist wirklich eine intrinsische, charakteristische Größe. Und deswegen wichtig. Und das wäre jetzt lediglich eine Fleißaufgabe zu beweisen, dass dieses p-Quadrat mit allem vertauscht. Also hier zum Beispiel ist klar, wenn Sie jetzt hier p-Quadrat vertauscht natürlich mit p, p-Quadrat vertauscht auch mit j, weil wenn Sie hier nochmal mit p μ multiplizieren, dann hebt sich hier auf der rechten Seite dieses p μ mit den g-Menüs weg, wegen Antisymmetrie. Dann ist das einfach zu zeigen. Aber jetzt ist eben der Witz, das ist nicht so leicht zu sehen, aber ich gebe es an, es gibt einen zweiten Casimir-Operator, der ebenfalls mit allen anderen Operatoren vertauscht und der also eine zweite charakteristische Eigenschaft angibt von Teilchen oder Teilchensystemen, die nicht vom Bezugssystem abhängt, sondern die intrinsisch ist. Und dieser Operator ist das folgende, W-μ-W-μ mit W-μ ist gleich das folgende, I durch 2 mal Epsilon mu nü rho sigma mal P nü mal J rho sigma. Ist also ein recht komplizierter Operator. Das ist der sogenannte Pauli-Lubanski-Operator. Dieser Operator ist ebenfalls invariant, vertauscht also mit allen anderen Operatoren der Poincaré-Algebra. So was, das zu überprüfen wäre jetzt aufwendig, aber man kann es natürlich elementar ausrechnen, indem man hier reinschaut, was die Vertauschungsrelationen sind. Also das auszuxen brauchen wir jetzt nicht, aber Sie können es zu Hause mal ausprobieren und dann rausbekommen, dass dieses WMÜ mit allen Operatoren P und J vertauscht. Okay. So, aber was bedeutet jetzt dieses W? Und da können wir mal ins Ruhesystem gehen von einem Teilchen. Im Ruhesystem von einem Teilchen können wir einfach mal diesen Impulsoperator durch den Eigenwert im Ruhesystem ersetzen. Da entspricht also der Impulsoperator quasi gleich dem Ruheimpuls, Ruhemasse M und der Nullvektor räumlich. Das geht natürlich nur, falls die Ruhemasse ungleich Null ist. Okay, also dann ist der Impulsoperator so gegeben und dann ist dieses Wμ gar nicht mehr so kompliziert zu bilden, weil dieses Wμ ist jetzt gleich I halbe mal was. Und dann können wir für dieses P einsetzen, diesen Vierervektor. Das heißt, das P ist ja nur ungleich 0 für den Index nü gleich 0. Nur nü gleich 0 trägt bei. Denn da steht ein M und überall sonst steht eine 0. Also kriegen wir als Vorfaktor schon mal dieses M von dem Vierervektor und dann müssen wir hier den Index nü gleich 0 setzen und dann ausprobieren, was rauskommt als Vierervektor. Jetzt kriegen wir hier einen expliziten Vierervektor. Was kommt raus für μ gleich 0? Das Ding hängt ja ab von μ. Was kommt raus für μ gleich 0? Dann haben wir hier μ gleich 0, 0, μ ist aber auch 0, 0, 0, rho sigma. Der Epsilon-Tensor ist antisymmetrisch, also 2 mal 0 gibt 0. Also hier steht 0. Was kommt raus für μ gleich 1? Dann haben wir hier Epsilon 1, 0, rho sigma, multipliziert mit j rho sigma. Was trägt bei? Welche Werte von rho und sigma tragen bei? 2, 3. Da trägt bei rho sigma gleich 2, 3. Dann kriegen wir hier j 2, 3 und auch j 3, 2, was aber dasselbe ist, bis auf ein Minus. Und das Minus wird weggehoben. Also kriegen wir hier 2 mal j 2, 3. Was kommt raus? Für μ gleich 2. Für μ gleich 2 kommt raus Epsilon 2, 0 Rho Sigma. Das heißt, Rho Sigma muss sein 1, 3. Dann kriegen wir hier Rho 1, 3. Allerdings mit einem Minus, weil der Epsilon hat jetzt ein Minusvorzeichen. Also kriegen wir 2 mal J 3, 1, die andere Reihenfolge. Was kriegen wir raus für μ gleich 3?
haben wir Epsilon 3, 0, 1, 2. Muss also Rho Sigma muss 1, 2 sein. Dann bekommen wir 2 mal J 1, 2. Insgesamt also ganz einfaches Ergebnis. I mal M mal dem Vierervektor, der besteht aus 0 und räumlich J-Vektor. Der ganz normale dreidimensionale Impuls-Dreiervektor, J-Vektor. Das steht da. Das heißt, das ist das, was der Pauli-Lubanski-Vektor im Ruhesystem von einem massiven Teilchen bedeutet. Die Nullkomponente ist Null und die anderen Komponenten sind der räumliche, ganz normale Drehimpuls. Und was kommt dann raus, wenn wir eben diesen echten Casimir-Operator bilden, Wmü, Wmü? Der ist dann eben I Quadrat gibt minus 1, M Quadrat gibt M Quadrat und dann hier minus J Vektor Quadrat, minus fällt weg, M Quadrat mal J Vektor Quadrat. Das heißt, dieser Casimir-Operator für ein Teilchen im Ruhesystem liefert Ruhemasse zum Quadrat mal diesem Drehimpulsbetragsquadrat des Teilchens. Das heißt, dieser Pauli-Lubanski-Operator, der entspricht dem Drehimpuls im Ruhesystem und das ist der Spin. Wenn ein Teilchen im Ruhesystem noch einen Drehimpuls hat, ist das per Definition der Spin. Das heißt, wir kriegen hier nochmal raus, es gibt sowas wie einen Spin. Der Spin ist eine charakteristische Größe eines Teilchens, der nicht vom Bezugssystem abhängt, aber im Ruhesystem entspricht es eben dem Drehimpuls, der in Ruhe verbleibt und das ist eben der Spin. Also allgemein Bmü, Bmü entspricht M Quadrat mal dem Drehimpuls in Ruhe und das entspricht eben M Quadrat mal dem Spin. Und das ist eben die Art, wie der Spin hier auftaucht in der Analyse der Poincaré-Gruppe. Das heißt, als Konklusion können wir mal festhalten, Ruhemasse und Spin sind unabhängig vom Bezugssystem. Und damit also charakteristische Größen eines Teilchens oder Teilchensystems. So, das ist eine wichtige physikalische Erkenntnis, dass wir den Spin verstanden haben und auf einen Casimir-Operator der Poincaré-Gruppe zurückgeführt haben. Und später können wir dann natürlich ausrechnen, welche Spins sind möglich. Und dieses Studium ist dann natürlich analog zur Drehimpulsalgebra in der normalen Quantenmechanik. Und es wird auch das gleiche Ergebnis rauskommen, nämlich dass Spin quantisiert ist und Werte 0, 1,5, 1, 3,5 etc. annehmen kann. Aber wir sehen hier, bevor wir das ausrechnen, schon mal, dass man es mindestens ausrechnen kann. Das heißt, dieses mathematische Studium der Darstellung der Poincaré-Gruppe liefert uns diese physikalisch relevante Information. Aber jetzt könnten Sie einen Einspruch erheben, nämlich was passiert, wenn wir ein Teilchen mit Ruhemasse 0 untersuchen? Dann stimmt das ja nicht. Und das ist wichtig. Das ist keine triviale Subtilität, die man übergehen sollte, sondern das ist ein weiterer Punkt, wo die Relativitätstheorie deutlich über die nicht-relativistische Theorie hinausführt und zu qualitativ neuen Ergebnissen führt, die man in der nicht-relativistischen Theorie überhaupt nicht erahnen kann. Nämlich in der relativistischen Theorie gibt es überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass man Ruhemasse 0 hat.
hohe Masse gleich 0 bedeutet, das Teilchen bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit, egal welches Bezugssystem Sie betrachten, die Geschwindigkeit ist immer gleich. Sowas gibt es nicht in einer nicht-relativistischen Theorie. Und dann gilt hier diese Beziehung nicht. Und dann fragt man sich ja, was ist dann mit dem Spin von masselosen Teilchen? Und in der Tat, der verhält sich anders. Für diesen Spin von masselosen Teilchen gilt nicht diese Regel, die Sie aus der nicht-relativistischen Quantenmechanik kennen, und die Ergebnisse der Drehimpulsalgebra lassen sich nicht so leicht übertragen auf den Fall von masselosen Teilchen. Die verhalten sich also grundlegend anders als massive Teilchen. Und das können wir vielleicht mal ganz kurz andeuten. Wenn wir also den Spin für masselose Teilchen uns überlegen würden, dann hätten wir folgende Gleichungen. Erstens mal gucken wir so einen Erwartungswert an in so einem masselosen Teilchenzustand. Dann wäre dieses W μ, okay, da kann man vielleicht mal den Limes machen, W μ würde dann gegen 0 gehen für Massequadrat gegen 0, weil das ja sonst m² mal Drehimpuls. Also ohne weitere Rechnung ist es jetzt mal 0, weil die Masse gleich 0 ist. Okay, vorher war es proportional zu m², ist jetzt 0. Dann auf der anderen Seite können wir anschauen, was ist denn das Produkt von W μ mit p μ. Dieses Produkt von W μ mit p μ, das sehen Sie hier, wenn Sie nämlich das mit p μ kontrahieren, dann gibt es Epsilon-Tensor mal p μ gibt 0, wegen Antisymmetrie des Epsilon-Tensors. Ja? Das heißt, die Kontraktion von W mit dem Impuls gibt immer 0. Grundsätzlich. Also auch bei masselosen Teilchen, das ist 0 wegen Epsilon-Tensor. Und dann bei masselosen Teilchen, wenn Sie p μ davon das Matrixelement bilden, ist es natürlich auch 0. So, jetzt haben wir 3 Gleichungen, die alle 0 sind. Und wenn Sie jetzt mal annehmen, ohne Beweis einfach annehmen, dass es Zustände gibt, masselose Zustände, die ein Eigenzustand sind vom Impulsoperator, das gibt es auf jeden Fall, aber die sollten jetzt auch mal ein Eigenzustand sein von diesem W μ, falls Eigenzustand von W μ und p μ, dann reduziert sich das ja alles auf die entsprechenden Eigenwerte. Und dann heißt es, Sie haben Impulseigenwert p μ und einen W-Eigenwert W μ. Beide sind masselos, W² ist 0, p² ist 0 und die sind auch noch zueinander orthogonal. Das heißt, Sie haben 2 masselose Vierervektoren, die beide zueinander orthogonal sind. Und sowas geht nur, wenn die beiden parallel zueinander sind. Der eine Vierervektor muss proportional zum anderen sein. Daraus folgt W μ. Ist gleich irgendeine Proportionalitätskonstante mal p μ, 2 masselose Vierervektoren, die orthogonal sind, müssen gleichzeitig parallel sein. Und das hier ist jetzt eine charakteristische Proportionalitätskonstante für das Teilchen und das ist die sogenannte Helizität. Das ist dann charakteristisch. Aber die Überlegung ist eben grundsätzlich anders als die Überlegung beim Spin von vorher. Und in der Tat, die Rolle des Spins und die Rolle dieser Helizität bei masselosen Teilchen ist nicht die gleiche wie die Rolle vom Spin bei massiven Teilchen. Und das wäre ein Punkt, den man untersuchen müsste, wenn man dann noch mehr Zeit hat und das mehr ausbauen will. Und das betrifft eben zum Beispiel das Photon oder auch das Graviton, wo Sie ja wissen, dass das Photon eben 2 Freiheitsgrade hat, aber Spin 1. Sie hören immer, Photon hat Spin 1, aber hat 2 Freiheitsgrade. Das ist eigentlich ein Widerspruch, weil aus der nicht-relativistischen Quantenmechanik wissen Sie, ein Teilchen mit Spin 1 hat eigentlich 3 Freiheitsgrade.
Aber das Photon hat nur zwei und das liegt eben daran, dass es ein masseloses Teilchen ist und für diese masselosen Teilchen gilt eben was anderes und da entspricht Spin bzw. Helizität gleich 1 eben nur zwei Freiheitsgraden anstatt 3. Beim Graviton eben auch, das hat zwar Spin 2 oder Helizität 2, aber eben auch nur 2 Freiheitsgrade und nicht 5. So, jetzt das nächste Thema. Wir haben jetzt Grundzüge der Poincaré-Gruppe verstanden. Und das wollen wir dann sukzessive auf die Quantenfeldtheorie anwenden. Und das Erste, was wir machen, ohne weitere Begründung, wir gucken mal an relativistische Felder. Und was die Rolle dieser Felder ist, kommt dann später, aber machen wir erstmal einen Pavlovschen Reflex, das heißt, wir sehen eine Gruppe und sind automatisch innerlich gezwungen, jetzt die Darstellungstheorie dieser Gruppe zu studieren und dann überlegen wir hinterher, warum wir das gemacht haben. Also wir studieren jetzt mal endlich dimensionale Darstellungen. Der Lorentz-Gruppe lediglich, nicht der Poincaré-Gruppe, sondern nur der Lorentz-Gruppe. Und das hinterfragen wir auch nicht, sondern das ist jetzt ein Automatismus. Also wir betrachten jetzt nur die Generatoren der Lorentz-Gruppe. Und die zerfallen eben einmal in die Drehungen, nämlich Jx ist gleich J2,3, Jy ist gleich J3,1, Jz ist gleich J1,2. Und auf der anderen Seite, wie schon gesagt, die Boosts und die nennen wir Kx ist gleich J oben 01, KY ist gleich J oben 02 und KZ ist gleich J oben 03. Und dann können wir die allgemeine Vertauschungsrelation jetzt nochmal hinschreiben, aber für die expliziten Boosts und Drehungen. Das steckt alles oben schon drin, aber ich habe es deswegen vorhin an den Beispielen schon mal klar gemacht, wenn wir nämlich jetzt die Vertauschung lediglich von zwei echten Drehimpulsen betrachten, Ji, Jj, ein Index bedeutet also, dass wir jetzt x, y, z haben, dann ist das gleich I mal Epsilon, Ijk mal Jk. Das ist die stinknormale Drehimpulsalgebra aus der Quantenmechanik. Und das steckte ja in der allgemeinen Algebra vorhin drin. Dann habe ich Ihnen auch gezeigt an einem Beispiel, was passiert, wenn wir Ki mit Kj kommutieren. Wenn wir zwei Boosts miteinander kommutieren, Kx, Ky, dann kam raus Jz. Das heißt, das Allgemeine ist, dass hier jetzt rauskommt minus I, Epsilon, Ijk, auch mal Jk auf der rechten Seite. Und das Minus steckte da in dem metrischen Tensor drin. Und dann hatte ich auch ein Beispiel gegeben für J mit K, Ji mit Kj ist gleich I mal Epsilon Tensor Ijk mal Kk. Das sind die drei Beispiele, die wir hatten. J mit J gibt J, K mit K gibt auch J, J mit K gibt K. Und immer mit einem Epsilon Tensor auf der rechten Seite. Das Äquivalent zu der Algebra von vorhin, aber etwas expliziter geschrieben und Sie können sich daraus vielleicht eine physikalische Anschauung bekommen. Wenn wir das jetzt mal verallgemeinern, kurzerhand, Ji plus A mal Ki, Jj plus B mal Kj. Okay, so eine Hilfsrechnung.
Was gibt denn das nun? Okay. Ji mit JJ gibt I mal Epsilon IJK mal JK. Aber KI mit KJ gibt ebenfalls Epsilon IJK mal JK, aber mit einem Minus. Und dann haben wir hier die Vorfaktoren A mal B. Also kriegen wir 1 minus A mal B mal JK auf der rechten Seite. Dann plus I, dann haben wir einmal J mit K. J mit K gibt K, also I mal Epsilon IJK mal KK. Und dann haben wir eben hier einmal den Vorfaktor B. Und dann haben wir K mit J, aber umgedrehte Reihenfolge. Und I und J auch vertauscht, gibt B plus A mal KK. So, was folgt jetzt daraus? Daraus folgt, dass wir diese Hilfsrechnung auf mehrere Arten nützen können. Wir können insgesamt die Lorentzgruppe abbilden auf die Gruppe SU2 Kreuz SU2. Nämlich die Lie-Algebren sind die gleichen, also die Vertauschungsrelationen aller Generatoren lassen sich abbilden auf Vertauschungsrelationen von Generatoren für diese Produktgruppe. Sehen Sie jetzt gleich, und zwar definieren wir einmal AI ist gleich 1/2 JI plus I mal KI und einmal BI ist gleich 1/2 mal JI minus I mal KI. Okay, was passiert jetzt, wenn Sie jetzt, also wir haben jetzt hier 6 neue Generatoren, also Linearkombinationen von den Js und Ks gebildet, haben wir jetzt anstatt J und K haben wir A und B. Das ist natürlich äquivalent, kann man äquivalent hin und her rechnen zwischen den beiden Sätzen von 6 Operatoren. Aber welche Vertauschungsrelationen erfüllen die As und Bs? So, hier jetzt I, BJ. AI mit BJ, das ist das Entscheidende. Nämlich AI und BJ, da kann man das Allgemeine hier, die Hilfsrechnung einsetzen, ist A gleich I und B ist gleich minus I. Dann kriegen wir 1 minus 1 gibt 0 und hier I minus I gibt 0. Das heißt, dann ist der Kommutator wunderbarerweise gleich 0. Das heißt, die A's und B's kommutieren miteinander. Unser Satz von 6 Operatoren zerfällt in 2 Sätze. 2 Hälften, jeweils 3 Operatoren, die nichts miteinander mehr zu tun haben. Was ist A mit A? AI mit AJ ist gleich AI mit AJ, kriegen wir hier dann I und I für beides, dann kriegen wir irgendwie, das gibt dann 2, das hier gibt auch 2i, und dann haben wir hier sowas wie J plus I mal K, das gibt wieder ein A. Das heißt, es gibt I mal Epsilon IJK mal AK. Das heißt, die 3 A's untereinander erfüllen die ganz normale Drehimpulsalgebra in 3 Dimensionen. Und die B's genauso. BI, BJ ist gleich I Epsilon IJK mal BK. Das heißt, unsere Lorentz-Algebra ist äquivalent zu einer Algebra von 6 Operatoren A und B, die zerfällt in 2 Hälften und die eine Hälfte, nämlich die A-Hälfte, erfüllt eine SU2-Algebra und die andere Hälfte erfüllt ebenfalls eine Algebra SU2. Das heißt, diese 6 Operatoren sind Generatoren dieser Gruppe SU2 Kreuz SU2. Das sind also dieselben Vertauschungsrelationen wie SU2 Kreuz SU2. Und damit ist das Studium der Darstellung der Lorentzgruppe äquivalent
zum Studium der Darstellung von SU2 Kreuz, SU2, und das haben wir verstanden, wenn wir nur SU2 alleine verstanden haben. Und das haben wir schon verstanden, weil das ist das gleiche wie die Drehimpulsalgebra aus der stinknormalen Quantenmechanik. Das heißt, das Ergebnis für die Lorentzgruppe ist einfach Drehimpulsalgebra zum Quadrat, und dann wissen wir alles über alle endlich dimensionalen Darstellungen der Lorentzgruppe. Und mit dieser positiven Aussage können wir eigentlich stoppen. Ich würde sagen, das reicht. Das heißt, das werden wir das nächste Mal auswerten. Und worauf das hinausläuft, ist natürlich klar. Nämlich in der normalen Drehimpulsalgebra haben Sie dann mögliche Werte von J. Und das ist dann eben 0, 1,5, 1 und so weiter. Und für jedes J haben Sie eine endlich dimensionale irreduzible Darstellung der SU2. Und jetzt sind unsere Darstellungen der Lorentzgruppe eben charakterisiert durch die Angabe von zwei Werten, J1, J2. Und die haben beide einen Wertebereich wie hier. Und sobald Sie dann zwei solche Js angegeben haben, liegt die Darstellung der Lorentzgruppe fest. Und so sind alle endlich dimensionalen Darstellungen der Lorentzgruppe klassifiziert und im Prinzip bekannt. Und die können wir dann ein bisschen noch ausloten und auch konkret aufschreiben. Aber damit ist im Grunde genommen schon das Prinzip gegeben für die endlich dimensionalen Darstellungen der Lorentzgruppe. Das liefert dann zum Beispiel Spinoren, Vektoren, Tensoren etc. Gut, dann also bis Montag. Thank you.